Wie oft hattest du, Samira, schon Serkans Nudel im Leckere Mund? Nudel im Mund oder irgendwie sowas. Also schöne Nudeln, als ob sie da jetzt sagt, ja, zweimal. Wir sind's wieder, Lena und Tessa von Trashkurs. Bei uns geht es hier um Trash-TV-Formate und Influencer-Z-Promis. Dies und das und heute endlich Bachelor in Paradise, Folge 5. War die geilste Folge bisher. Süß, unangenehm, sauer, alles. Geil. So, da zeigt RTL auf jeden Fall mal, was sie wirklich können. Und das ist ein Format genau unserer Couleur. Es gibt Stress, aber irgendwie noch Stress auf einem gewissen Niveau. So, ist geil. Und wir fangen auch direkt an mit, noch nennen wir ihn Serkan in der Noch. Besprechung, es könnte sich ändern. Und Carrie, unseren kleinen Streit, den Carina ist natürlich gemeint. Serki Boy nimmt sich seinen Bro Gustav zur Seite und sagt, hier, du wirst auf die Schnauze fallen. Die meinst nicht ernst. Es ist nur eine Strategie mit dir, wie hier der kleine Gustav da sitzt. Er tut mir seit allen Folgen leid, wirklich. Der versteht ja gar nichts mehr, ne? Der ist so, oh Nee. Gott, hat er vielleicht recht, aber eigentlich auch nicht. Carrie reicht's. Weiß nicht, ob sie es gehört hat oder was weiß ich. Da sag ich, geh jetzt doch rüber. Ich sag dem das jetzt. Rede nicht über mich, Serkan. Was soll das? Ich rede auch nicht über dich. Da muss ich sagen, ich verstehe natürlich, dass sie sauer ist auf ihn. Aber du, sie redet doch sicherlich auch mit Denise über Lorik und alles. Das ist doch ganz normal. Es ist völlig normal. Also deswegen meine Frage wäre jetzt auch so gewesen, was du zu der Situation sagst. Denn es ist natürlich es ist schwierig. Ich finde, das, was Serkan sagt, fühle ich schon ein bisschen. Ja, Und ich auch auch. einfach, wir Mädels würden das untereinander genauso machen. Du willst einfach deinen Kumpel vor was Schlechtem bewahren. Aber Carina hat natürlich recht, indem sie sagt, du Serkan, ich glaube, du bist der Letzte, der hier irgendwas quatschen sollte, von wegen, dass andere Leute Sendezeit brauchen oder Show machen wollen. Damit Ja. hat sie natürlich recht, denn das Argument ist irgendwie wirklich dumm, weil ich Carina nicht so einschätze, dass sie Sendezeit haben möchte, sondern sie ist einfach eine absolut unschlüssige Persona grande. Fertig. Ja, war eigentlich ein ganz okayes Gespräch, sind sachlich geblieben bis aufs Ende, wo es dann nochmal hieß, fick dich einfach, Serkan, ciao. Aber gut. Fand das auch so krass, dass Serkan auch einfach durchgezogen hat. So, ne? Sie kommt Ja. rein und er zieht einfach bis zum Ende durch. Das Ja. ist schon Props, dass du dich gar nicht verunsichern Ja. lässt. Und mir tat einfach am Ende wieder Gustav leid, der so nochmal rausgeht und einfach wirklich komplett Mann. lost mit sich ist. Wirklich, kann man aber auch verstehen. Aber ich fand es auch gut, das Gespräch ging dann weiter seitens Carina, nämlich an der Bar mit Jacqueline, Maurice, weiß nicht, wer noch dabei war, Samira oder so. Irgendwer Oder war noch Denise. dabei. Auf jeden Fall, dass sie auch so meinte, ja, ganz ehrlich, den Männern wird das hier nicht vorgeworfen, dass sie nicht Korrekt. gleich irgendwie loslegen und rumfummeln. Ne? Habt ihr beide schon rumgefummelt? Und Jacqueline und Maurice Ja. da so Wow. unangenehm. Wirklich unangenehm. Fand ich aber auch wieder süß, so von Maurice, wenn da so richtig gleich so gesehen hast. Oh Gott, das ist mir so peinlich gerade irgendwie. Bitte, ich möchte gar nicht drauf reagieren. So, ja. Ja, ich bin da auch so 50-50 auf ihrer Seite. Andererseits, man kann nun mal nicht abstreiten, dass sie sich nicht entscheiden kann. Und dass sie es, wenn sie sagen würde, ich bin mir nicht sicher, okay, aber es passiert ja bisher noch nicht so richtig, ne? Jetzt kommt aber erstmal eine neue Lady Nee, schon. eigentlich, wir schließen das Kapitel Carrie und ihre Gespräche noch ab, denn natürlich auch Zico war enttäuscht, dass er keine Rose bekommen hat. Und das Gespräch zwischen den beiden fand ich tatsächlich sehr gut. Ich würde jetzt einfach mal Zico glauben, dass er das genauso auch aufgefasst hat und so verständnisvoll war, wie er da getan hat oder wie er auch reagiert hat. Ja. Denn Carrie meinte, du ganz ehrlich, dieses 2 Minuten Gespräch und dann sagst du einfach nur, du bist super interessiert, aber du musst auch nach deinem eigenen Arsch gucken, bist halt raus. Und er Ja. war auch so, Hast ja, du ich recht. merk's gerade Ja, selbst. fand ich auch, hätte Ja. ich gar nicht so erwartet von ihm, weil er wirkte ja auch bisher immer so ein bisschen arrogant. Ich bin es gar nicht jetzt böse gemeint so, aber er hat da sehr reflektiert reagiert. Fand ich geil, fand ich super. Und noch die beiden Liebestonis. Serkan und Lorik, irgendeine Liebestoni-Theorie. Also die machen mich alle, diese beiden Schulen, das sind richtige Rabauken. Keine Sind sie Schlingel, das sind wirklich richtige Rabauken. Kleine Räuber? Räuber. Ja. Die Siehst du? sagen, die sich so sagen, komm, wir machen, sind heute Morgen ganz nett, wir machen einen auf Liebestoni. Und falls dann heute eine neue reinkommt,
haben wir ja praktisch unseren Girls heute schon Liebe gegeben. Dann sollten sie nie rumzicken. Ich bin, bei den beiden die ganze Zeit 50-50. Auf der einen Seite möchte ich mir sagen, möchte ich nehmen und schütteln und sagen, ihr seid scheiße, so wie ihr euch verhaltet. Das ist gemein. Es ist gemein. Es ist ein bisschen Fuckboy-mäßig. Schürzenjäger sind das. Es ist aber auch das. Gemein, ja. Ja. Aber andererseits denke ich mir auch so, es ist so witzig. So, weil sie machen wirklich einen Hotboy-Summer. Die beiden zusammen sind Gold. Im Interviewraum, wenn die zusammensitzen, Ende, komplettes Ende. Ende Gelände. Die sind so Schelme. Richtig, diese schelmische Lachen dann auch noch von denen. Ja. Oh. Aber Jungs, ihr müsst trotzdem Finger heben. Das stimmt. Ja, das neue Girl kommt rein. Du sagtest es bereits. Judith kommt. Und Serkan nennt sich gleich, oh fuck, die Judith kommt. Das ist eine Sexbombe. Es ist eine Granate. Oh. Der ahnt schon, wird gefährlich für mich. Und auch Judith sagt im Interview, es gibt zwei Männer. Ich finde ich geil. Einmal Tim. Leute, wer genau ist das denn? Meint sie Tim Stamberger? Welcher Tim? Ja. Ich habe nochmal nachgeforscht. Es soll eigentlich auch kein Tim mehr einziehen. Also, wer ist es? Seid ihr auf unserer Seite? Kommentiert es bitte jetzt und Serkan. Und ich so, bitte. Serkan, und ich dachte nur noch so, geil, freuen wir uns dann demnächst auch noch auf Bagheera und Balu, weil ich war sofort drin im Dschungelbuch, im Mowgli-Film und dachte, geil. Und habe mir natürlich auch noch so einen Tiger vorgestellt mit Serkans Gesicht. Leute, ich habe gelacht, laut auf meinem Sofa. So. Serkan hat aber auch, also kennst du ja, wie ich schon gesagt habe, und schimpft auch gleich, leck mich im Arsch, wo ich mir denke, also das ist was. Das geht ein bisschen zu weit. Also ich weiß ja auch mal, was du sagst. Ich kenne nur am Arsch. Aber gut. Auf jeden Fall gibt es wirklich eine Wunschliste? Frage an die Kandidaten. Könnt ihr wirklich bei den Anfangsgesprächen sagen, also es stelle ich mir schon so vor, ja, auf wen würdest du dich freuen, dass es in die Richtung geht, glaube ich schon. Aber so eine richtige Wunschliste, wo man so eine Top 5 aufstellt? Aber es ist jetzt schon, weil Carina hatte ja auch schon gesagt, Zico würde mich freuen. Ich meine, gut, ne, Mr. Z, so viele mit Z gab es jetzt nicht. Aber das war ja nur schon mal was, wo man sich gedacht hat, okay, ja, und jetzt das. So, Judith ist jetzt da, hier. Ist mit ihr erstmal noch was Spannendes passiert? Ich glaube nicht, oder? Also aber es ist so lustig, so die Jungs führen die natürlich rum. Lorik, Serkan. Oh Gott. Irgendwer war noch dabei. Und dann war so, ach, das ist die Love Sheet. War da schon mal jemand von euch drin? Und wirklich alle im Chor, nein. Nein, nein. Aber dann, die Matratze ist voll geil. Aber hab ich nur mal so. Love Route 69. Zähne geputzt auch mal hier. Ja, ja. Oh, wirklich wahr, ey. Aber dann ist Romina die Auserwählte und bekommt einen Umschlag und darf sich einen Datepartner aussuchen. Nimmt einen David, war ich erstmal überrascht, fand ich aber geil, denn ich bin hier für Konstellationen, die ich nicht sehe. Na, die beiden? Na, aber also ich wusste, dass sie David nimmt, denn sie hat ja am Abend davor auch das Gespräch so mit ihm gehabt und hat ja dann auch gesagt, ja, den finde ich ganz interessant. Also wen hätte sie denn sonst nehmen wollen von den Männern? Keine Ahnung, Zico. Ja, er hat sich wahrscheinlich auch gedacht, warum nicht ich? Ja, aber ich glaube, da wollte sie Denise nicht irgendwie reingrätschen. Vergraulen, okay. Ja, kann schon sein. Kommen wir gleich zu deren Date erstmal? Ja, wollte ich auch kurz sagen, weil ich fand es auf ganz vielen Arten und Ebenen komplett weird. Also ich habe das auch angeguckt und dachte einfach nur so, ja, können wir es irgendwie ein bisschen skippen und so, weil ich habe gar keinen einzigen Vibe gespürt. Ich liebe Romina für sich ganz doll. Ich mag auch David für sich. Die beiden zusammen harmonieren für mich keine Sekunde. Nee. Dann kommt auf einmal ein Kuss, der aber auch die Anbahnung habe ich nicht gesehen. Weißt du, wie man das macht beim Kind? Hier kommt der Hubschrauber. Den habe ich nicht gesehen mit dem Kuss. Ja, kam mir alles auch irgendwie so ein bisschen gezwungen vor. Und ich glaube, das ist einfach sein Ding. Weil habe ich jetzt seine Masche, seine Masche, ja. Mhm. Weil er hat jetzt bei Denise schon, ist ihr Küssen wichtig? Dumme Frage. Ja, damit wurde schon eingeleitet, was jetzt passieren soll. Und bei ihr auch. Magst du kuscheln? Nee, ich hasse es. Gar keinen Bock drauf. Geh mal weg jetzt bitte. So, und das ist irgendwie so seine Einleitung für Körperkontakt. Kann man ihm jetzt nicht verübeln, weil es funktioniert. Ja, und dann wird einfach mal hier der Daumen. Zack, bumm, Kopf rüber. Mua, Kussi. War nicht eigentlich, hat er nicht sogar gesagt, war cool? Oder so?
Nee, oder und auch, sie fand es cool. Und sie hat, nein, er hat ihr auch direkt danach so ein Kompliment gemacht, wo man aber weiß, das ist kein ehrlich gemeintes Kompliment, sondern das ist so ein Kompliment, weil du eins zurückbekommen möchtest. Er meinte nämlich zu ihr, du küsst gut. Und Romina auch nur so, ja. Lassen wir mal so stehen, hat sie gesagt. Und dann sollte noch ein Brief kommen nach einer kleinen Tanzeinlage, dass die beiden jetzt die einmalige Chance haben auf ein Übernachtungsdate und jetzt also so richtige Zweisamkeit genießen können. Geil. Und ich dachte so, aber komm, go for it, bitte macht's. Und dann kommen die da raus. Und dann wurde es nur noch unangenehm mehr. Also erstmal habe ich mir aber gedacht, also erstmal musste ich lachen, ne? Du kommst da raus, so die Location war ja geil, so, ne? Schön da pennen und so. Gehst du raus, also hast du noch ein romanisches Frühstück. Barfuß über so ein Stoppelfeld laufen erstmal, geil. Bademantel und David denkt sich, Kamera ist vor mir, kann ich ja mal total Manspreading machen. Ich war so froh, dass er tatsächlich eine Unterhose anhatte, weil ich dachte, halt stopp, Romina wie eine kleine Lady, Beinchen zur Seite. Ja. Das kommt aber auch kein Gesprächsvibe auf. Ich habe auch das Gefühl, David fragt die ganze Zeit und Romina, die eigentlich der Meinung ist, dass sie Probleme hatte mit dem Öffnen. Romina, ich glaube, du hast die immer noch, also weil du bist wahrscheinlich für dich interessiert, aber du wirkst so distanziert, dass es einfach wie ein Desinteresse wirkt auf einen Typen, glaube ich. Also ich weiß, was passiert ist, dass sie so vorsichtig ist, aber schwierig für ein Dating. Es kommen halt immer nur kurze Antworten und keine Rückfrage, so es entsteht kein Gespräch so richtig. So kam es zumindest rüber. Nichtsdestotrotz nach dem Date, Romina sagt, ist ein Typ, in den könnte ich mich verlieben. Aber was sagt David? Und David I sagt doubt it. Ja, David sagt, no. Ich glaube, die Romina ist mir einfach ein bisschen zu brav. Und das ist eine Aussage, da denke ich, ich möchte nicht wissen, was dort drin passiert ist, weshalb du brav benutzt. Ja, du, aber David wirkt auf mich auch einfach wie ein draufgängerischer Typ. Er sagt ja auch, du, ist mir eigentlich egal, ob ich eine Person jetzt schon anziehen finde, ich muss die erstmal küssen, um das rauszufinden. Ich glaube, die sind ein bisschen unkompatibel. Inkompatibel heißt das, Entschuldigung. Aber okay. Na gut, Date abgeschlossen. Kommen wir mal zurück in die geile Villa. Da haben wir ja auch eine Annäherung auf dem Bett. Annäherung nur, es ist passiert. Sie haben es getan. Zum allerersten Mal Carrie und Gustav. Gustav geht vorher noch so ganz unauffällig rüber, holt sich ein kleines Tick-Tack rein in den Mund. Und dann legt er sich so halb drauf und dann wollte er sich von der Brust hocharbeiten. Und was war das für ein Kuss? Auch Carrie danach einfach wie so eine Wachsfigur. Da wurde nicht mal gegrinst. Nicht! Also Mundwinkel, es hat sich null bewegt. So habe ich auch gedacht, so er hat jetzt übelst lang gewartet, ist jetzt mal dahingestellt. Aber es ist jetzt endlich mal passiert, da kannst du ihm vielleicht noch ein kleines Lächeln schenken, um ihm einfach ein gutes Gefühl zu geben vielleicht. Ich habe das aber gesehen und ich habe mich sofort selbst in diese Situation empfunden, wo du so weißt, so, oh Gott, passiert jetzt gleich? Das ist so eine unsichere erste Kusssituation. Ja. Ich dachte, macht er es nicht? Was ist denn jetzt hier los? Aber danach kann es doch nicht so peinlich sein. Ich meine, Gustav hat zum Glück ein anderes Gefühl gehabt, weil Gustav sagt, ich glaube, wir beide waren sehr, sehr, sehr glücklich. Ich dachte so, Carina, nope. Also, du musst irgendwie mal mit ihren Emotionen arbeiten. Was ist denn da los? Ja. Keine Ahnung. Aber hey, herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch von uns an dieser Stelle. Dann geht's. Sind wir irgendwie schon bei... Sind wir abends, es wird ein bisschen gedanced, die Stimmung ist locker und geil und Serkan zieht sich nochmal Samira zur Seite, da ja jetzt Judith eingezogen ist und so. Samira ist schon wieder völlig klar in ihrer Kommunikation, weil sie auch nochmal sagt, überspann den Bogen nicht und so. Ja. Und Serkan denkt sich, ach, ich bin ein kleiner Feuerkünstler, ich jongliere hier ein bisschen rum. Nein, aber die beiden haben für mich trotzdem eine andere Dynamik und ich liebe total sowas, wenn dann sowas zum Ende nochmal kommt mit so einem dummen Grinsen von Sherkan, der sagt, du Pappnase, Alter, nee, du Pappnase. Du merkst halt total, das finde ich auch süß, dass die beiden
das übelst geil finden, dass sie sich gegenseitig noch so ein bisschen necken können. Mhm. Ich glaube, Serkan findet es noch ein bisschen geiler als Samira, weil sie sich halt ab und zu doch ein bisschen unsicher ist, was er jetzt denkt, nicht über sich selber. Sie sagt ja auch ganz klar, du, ganz ehrlich, du hast hier schon eine 12 von 10. Was ist denn dein Problem gerade? Ich so, und es ist ja auch so. Give me something of that. Es ist amazing. Wie kann man denn so geil sein? Ich check auch nicht. Übelst gut, sie sagt das, aber sie wirkt nicht abgehoben dabei. Sie null perfekt. Sie ist sich einfach genau ihrer selbst. Geil. Sie ist sich ihrer selbst so sicher und es ist so, sie weiß genau, was sie möchte und wen sie möchte. Und also wie kann man denn so sympathisch. Oh. Dann wird das Hacker nochmal angezogen, da gibt es nochmal einen Kussi. Geil gemacht hier. That's alles my geil. So, wunderbar. Oh, auch zwei Lovebirds. Endlich mal. Wir haben es letzte Woche noch gesagt. Wo bleibt denn da die Annäherung? Carrie hat es ja auch noch mal gesagt. Ne? Mhm. Und ja, also Maurice und Jacqueline. Ich weiß nicht, Maurice, ich ganz ehrlich. Also wir kriegen ja im Laufe der Folge noch raus, dass du nicht so still bist, wie du tust. Dann liegt vor dir diese wunderbare Frau Jacqueline und macht dir ja Komplimente. Oh, du bist so schön groß und du kannst eigentlich alles anziehen, weil halt alles geil aussieht. Und er ist halt, man merkt so, ihm ist es so unangenehm und er kommt nicht klar. Aber Maurice, sag doch ein was zu ihr. Sag doch irgendwas. Ich glaube, es hat ihn so aus der Bahn geworfen, er konnte gar nichts mehr sagen, außer, ja, ja, die Augen wurden zugemacht, wenn ich nicht gucke, dann ist es auch nicht da, dann sehe ich das Kompliment nicht. Ich fand es irgendwie süß, auf jeden Fall besser, als wenn jemand sagt, ja, ich weiß, so nach dem Motto. Und dann wurde sich ja auch nochmal ein bisschen verkrümelt in eine dunklere Ecke. Und Jacqueline sagt, es gab einen Kuss wie unter Freunden. Es war ein freundschaftlicher Kuss. Ich habe gesehen, der Mund wurde weit aufgemacht, da wurde rein getaucht. So küsst du deine Freunde? Ich habe mich gefreut. Okay, Jacqueline. Ich habe mich so gefreut. Einfach auch schon wieder diese Art und Weise. Weil das hätte auch nicht zu denen gepasst. Hätten sie es jetzt irgendwie so super romantisch gemacht? Ja. Oder so, und so auch im Präsentierteller. War vor allen anderen, genau. Das passt nicht zu denen. Sondern einfach genauso auf diesem kleinen Rückweg. Jetzt muss ich sagen, hier, halt, stopp nochmal. Pam. Perfektioner. Ja, richtig gut. Fand ich toll. Auch, keine Ahnung. Jetzt ja. Kann es sein, dass jetzt vielleicht ein Neuzugang kommt? Eine weitere Lady? Ah, Fabienne. Fabienne kommt doch noch. Welcome in the club. Ja, Fabienne zieht ein aus der Sebastian Panik Staffel. Leute, passt auf, ihr habt wahrscheinlich alle viel zu dünnes Haar. Ich habe mich gleich angegriffen gefühlt. Von dem Rückblick, der da gezeigt wurde. Aber ja, alles du, was so viel ich kann daran, ich jetzt auch nicht sagen. Nee, alles, was ich an ihrem Einzug geil fand, war Lorik, der direkt zu Zico ist. Hey, hier ist eine neue, Randa. Naja, er so am Schlafen. Was ist los? Ey, ich habe gerade ein Nickerchen gemacht. Geiler Vibe da in der Villa, gefällt mir gut. Ja, es ist so, wir sind ein bisschen raus aus diesem Neuzugang kommt und darf sich gleich ein Date aussuchen, denn Fabienne kommt, aber Judith kriegt ein Date plötzlich und darf sich jemanden aussuchen. Und nimmt und man kurz muss dazu nach dem sagen, genau, David und Romina sind literally 5 Minuten vorher wiedergekommen. Ja, und sie wählt ihn. Und ich muss sagen, Romina, krass. Sie sagt, du, geil, fand es natürlich jetzt nicht, ist ganz klar. Aber sie hat es total erwachsen gesehen, sie hat es gut gehandelt. Was soll sie machen, wenn das ihr Typ ist, muss sie ihn halt nehmen. Klasse. Alter, und das ist auch einfach das Spiel. Und ich finde es so geil, dass sie das auch alle dort so mitspielen. Und das ist halt dieser komplette, das ist kein Vibe mehr, diese Dynamik in diesem Format gibt mir ganz viel Life. Weil selbst wenn du mal 10 Minuten kurz, wenn es ruhiger ist, weißt du, fuck, Alter, seit 10 Minuten ist es viel zu ruhig. Was soll wohl jetzt noch passieren? Und das Date mal kurz zusammengefasst, endlich wieder Bodypainting. Ich habe schon vermisst. Ja, aber super. Es war ein anderer Vibe bei den beiden, fand ich, oder? War es natürlich, war es voll. Also Judith begegnet David halt so auf Augenhöhe, was nicht bedeutet, dass jetzt Romina unter ihnen steht, aber einfach so von der Art und Weise, wie sie kommunizieren und wie offen sie sind.
Ja, auch was ich auch witzig fand, war ein bisschen kreativ, wie wir uns bemalt haben. Das Erste, was ich sehe, ist bei David ein Handabdruck. Wow. Aber dann hatte David natürlich auch Bock, die Judith ein bisschen abzuwischen, abzubrausen. Was hat er gesagt? Arbeit zu machen in der Badewanne. Ja, alles klar. Aber ich fand trotzdem, sie hatten ein gutes Gespräch. Fand es gut von ihm, dass er ihr auch straight gesagt hat, ich habe Romina geküsst. So, da ist ein Kuss gefallen. Wir sind jetzt wieder in diesem Trash-Sprache. Ja. Wirklich. Aber ja, die beiden, so sie war es sich auch nicht zu schade, ihm zu sagen, du, ich bin da komplett anders jetzt, was das ganze Küssen angeht. Ich hatte es ja schon mal gesagt, er braucht das am liebsten sofort. Sie sagt, nee, ich bin mir eigentlich sicher, wenn ich jemanden küsse, mag ich den auch vorher schon. Hat gut harmoniert trotzdem. Genau, feuerfrei da in der Badewanne. Und das meine ich hier, zack, ist schon wieder. Ja. Und zack, kommt schon wieder der nächste Punkt. Dinner der Wahrheit. Und geil. Wie geil ist es denn, dass nicht die Produktion die Fragen stellt, sondern die Teilnehmer untereinander. Denn wir sind im fucking, sorry, dass ich das so sage, Bachelor, Bachelorette-Universum. Dort hat jeder was mit jedem schon gehabt. In irgendeiner Staffel 1 mit Staffel 9. Gab es überhaupt schon eine Staffel 9? I don't know, ist mir richtig egal. Dieses Universum macht mich wahnsinnig. Und deswegen ist es perfekt, dass die Teilnehmer sich untereinander Fragen stellen. Du, da gibt es also ein paar sinnlose Fragen. Hier, ja, wie heißt sie? Carrie, ist denn der Gustav überhaupt dein Typ? Als ob sie jetzt dort sitzt und sagt, ach, ja, wenn du mich jetzt so fragst. Nö. Es ist ja Dinner der Wahrheit, also so ein Quatsch. Fand ich auch total bescheuert, muss ganz ehrlich sagen. Verstehe ich auch nicht so, es war ja hundertprozentig vom Zerkan. Ja, so was er sich da jetzt erhofft hat. Weil ich habe auch auf ihn geguckt, wo sie dann gesprochen hat. Er war so, oh, ja klar redet sie sich raus. Was hast du erwartet? Und dann gibt es aber da noch einen Schlingel in der Runde, den Zico. Was stellt denn der Zico zu fragen? Also, was ist da los? Also erstmal, das fand ich ja noch ganz witzig, bisschen so, ob Tenise sich vielleicht schon mal vorgestellt hat, dass sie mit Zico Sex hat. So, wo ich mir aber auch denke, was erwartest du denn jetzt, was sie sagt? Ne? Dass sie jetzt vor allen am Tisch sagt, ja, mir schon mal vorgestellt, Baby Boy. Jemand in der Love Suite, let's go. Also mal wirklich. Und Entschuldigung, aber weil sie, und dass sie ja auch noch von Zico kommt. Wie oft hattest du, Samira, schon Serkans Nudel im Mund? Leckere Nudel im Mund oder irgendwie sowas? Schöne Nudel? Also, schöne Nudel. Also mal, sorry. Das sind, aber eigentlich ist es auch schon wieder eine sinnlose Frage, weil als ob sie da jetzt sagt, ja, zweimal. Ja, aber er ist ja trotzdem, hat trotzdem ein bisschen Spaß auch in die Runde gebracht. Ja. Und dann bin ich wieder über eine Frage gestolpert. Und ich würde gern mal wissen, wer diese Frage gestellt hat, ehrlich gesagt. Ich auch. Denn es ging darum, muss ja jemand wissen. Samira, hattest du schon mal was mit Maurice auf einer Party? Ich war so, direkt so, Moment. Wer denn noch bitte? Und ich muss sagen, Maurice, du bist ein kleiner Schlingel. Weil man hatte immer so den Eindruck von ihm, ja, hier sowieso eher der ruhige Boy. Und er hat auch super gerne seine Bros, Moritz und Alex, als die Schlümpfinger hingestellt. Und dass er da ja so ein bisschen raus ist. Ich muss aber sagen, lässt er nichts. Der Fitnesscoach. Ja, das glaube ich auch. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es ihn jetzt ein bisschen in einem schlechteren Licht darstellen lässt, als er wirklich ist. Eigentlich also es ging ja auch darum, da wurde halt ein bisschen rumgemacht auf einer Party. So, ne? Das kann ja mal passieren. So, und trotzdem tat es mir aber auch wieder ein bisschen leid für ihn, weil er saß so da und dachte sich so, Mann. Also entweder er spielt das Spiel gut oder es ist halt wirklich so, dass er sagt, jetzt komme ich wieder so komisch rüber, weil mit Denise hatte ich ja auch schon was. Denise und Samira jetzt. Aber am Ende waren es aus dem Bachelor-Universum auch jetzt nur die beiden Girls und es war auch nur bei zwei Events oder keine Ahnung was und dann sonst halt nie wieder. Aber das ist der Schiff, Maurice. Blöd gelaufen. Aber wer könnte das denn gefragt haben? Entweder ist es so ein bisschen Hinterhalt, weil ich von Denise am Ende, also was heißt Hinterhalt, aber ne, ich denke mal schon, dass sie das weiß. Von den Jungs kann ich es mir fast nie vorstellen. Nee, ich wollte auch gerade sagen, kann mir auch eher vorstellen, dass es eine von den Frauen gewesen ist. Aber könnt ja gerne mal auch ihr jetzt wieder kommentieren, wem traut ihr das zu? Wer war vielleicht auf derselben Party und hat es gesehen und wollte, dass es rauskommt? Ist frech, aber gefällt mir gut. So, nach dem Abend ging es ja noch heiß her. Also
Und dann einfach irgendwie Abbruch und dann wurde nichts mehr gezeigt. Also Carrie und Gustav, irgendwie hatten die eine kleine Sexy Time. Ein Abend davor wurde auch schon alles abgebrochen, bei Lorik und Denise und Samira und Serkan. Es ist ja nur auch nicht so, dass wir sowas noch nie gesehen hätten, ne? Also alle andere Formate und so meine ich jetzt. Aber jetzt meine Frage an dich, wie empfindest du das? Ich hatte ein bisschen das Gefühl, am Anfang der Folge wurde Carina vorgeworfen, sie tut das nur für Strategie und sie meint es nicht ernst. Und sie hat sich ganz lange ganz doll dagegen gewehrt, in Anführungszeichen, dass es irgendwie ein bisschen näher wurde mit Gustav. Und jetzt plötzlich geht das zack, Schlag auf Schlag so. Ich möchte, dass es ernst ist. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, sie will wahrscheinlich für sich selbst rausfinden. Das unbedingt. Nee, und denkt sich auch so, Mensch, eigentlich, ach, der Gustav ist doch lieber. Und sie will sich selber wahrscheinlich so ein bisschen zwingen, es wirklich mal zu versuchen. Ja, aber bei der Aussage würde ich es jetzt kurz einfach belassen. Ja, ich würde sagen, also, wir lassen es erstmal so stehen. Wir gucken, wie es weiterläuft. So. Es ist ja, es geht weiter mit der Fee, mit der guten Fee, die ein paar Wünsche erfüllt. Und zwar diesmal für Lorik und Serkan. Denn die beiden haben sich wohl ein Einzeldate mit Judith gewünscht. Und da dachte ich so, ihr kleinen Schlingel von RTL, normalerweise, wenn die hier anfangen, sich schon rauszureden, nein, war gar nicht so. Wir sind da jetzt nicht hochgegangen, dass sie doch eigentlich dann so eine was eingeblendet hätten, oder? Ja, aber ich kann mich erinnern, sie haben auf jeden Fall in einem Zweier-Interview gesagt, können wir nicht mal ein Doppeldate haben mit Judith? Und dann gab es eine Pause und dann meinte Sherkan, es kann ja noch eine Freundin mitkommen oder so. Ah, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Okay, sehr gut aufgepasst, Sherlock. Ja, was sagen sie? Sie bekommen ihr Date und natürlich Samira und Denise so, wow. Also wenn Judith sich die ausgesucht hätte, wäre es was anderes. Finde ich auch, erwachsene Sicht ist auch so, aber gewünscht, man hat sich nur an diesem gewünscht aufgehangen und das hätte ich auch getan, weil ich denke mir so, wo stehen wir denn jetzt hier? Entschuldigung bitte, hallo? Stellen Sie einfach mal vor, Denise hätte das gemacht. Sauer. Stell dir einfach nur vor, sie hätte das gemacht. Denise hätte bei Lorik 5-mal ankommen müssen, bevor dort alles wieder gut gewesen wäre. Ja. Er hätte gesagt, das macht man nicht. Macht man nicht. Ja, macht man auch nicht, Lorik, auch nicht als Mann. Aber gut, sie bekommen ihr Date, alles wunderbar. Ich sehe dieses Date und ich denke mir, möchte ich nicht. Ich meine, ich verstehe, ein Vibe war da, es war auch auf eine Art witzig. Ich fand, sie haben sich Judith ein bisschen hin und her geworfen, wie einen kleinen Spielball. Sie hat immer irgendwas gesagt, dann haben die beiden Boys sich gegenseitig angeguckt und so dumm gelacht. Wo ich mir denke, ich in der Situation habe mich ganz unwohl gefühlt. Egal, ob ich jetzt weiß, die finden sie jetzt geil und so, aber nichtsdestotrotz, es war so ein bisschen wie 2 gegen 1, fand ich. Unangenehm. Ich kann das alles so unterschreiben, wie du sagst. Und halt auch einfach, es war super weird an sich. Ich fand auch, ich habe da auch keinen Vibe gespürt. Ich meine, wahrscheinlich dachte Judith am Anfang noch so, ja cool, die beiden wollen was von mir. Aber es war einfach super unangenehm. Ja. Ach, da im Pool irgendwas so und jetzt so in die andere Richtung kreisen. What the fuck ist denn da los? Ja, hier, die hatten ihren Spaß. Ich fand's geil, sie kommen zurück und Maurice sagt direkt, man sieht die jetzt auch mal so richtig, das habe ich nämlich die ganze Zeit drauf geachtet, sonst so gar keinen Körperkontakt bei Jacqueline und Maurice und jetzt, du siehst die immer irgendwie zusammen, er legt ja mal hier einen Arm drüber und so, also sehr gut. Auf jeden Fall sagt er auch, Jungs, kleiner, guter Tipp, sprecht mal mit euren Girls. Und ich denke mir so, ich hätte aber am liebsten gesehen, was passiert wäre, hätte Maurice das nicht gesagt. Was hätten die Jungs dann gemacht als erstes? Ja, geht mir auch so. Ich muss aber sagen, Lorik geht zu Denise. Ich meine, dass man das natürlich auch ein bisschen einfühlsamer mit ihr sprechen kann, ist klar. Er ist jetzt nicht unbedingt der Meister der großen Worte oder der Romantik, weiß jeder. Nichtsdestotrotz hat er es aber irgendwie ganz gut gemacht, für die Bindung zwischen den beiden so. Mhm. Aber der weiß auch ganz genau, wie er es zu machen hat am Ende. Ne? Dann gibt es da wieder einen kleinen Scherz und sie sind jetzt wieder, oh Mann, ey, du bist ein Arschloch. Aber gibt es Umarmung, Kuss jetzt hier, dies, das, alles wieder gut. So. Ganz anders. Bei Sherkan und Samira, aber da, also was soll man halt sagen? Was willst du jetzt Sherkan direkt vorwerfen? Darüber habe ich nämlich immer nachgedacht, weil
Er hat es Samira von Anfang an gesagt, dass Judith auf seiner Wunschliste stand oder steht. Sie ist da. Sie weiß, er spielt gerne mit dem Feuer, ja. Aber auch in dem Gespräch danach war er ja ehrlich zu ihr. Er sagt, Total. ich weiß es gerade nicht. Und auch Ja. Samira wieder, oh, geil Die ist so reagiert. Und das, und krass. das, und das hat ja auch Sherkan komplett getriggert, so dieses Mann, Alter, die ist nicht ausgerastet. Die ist nicht laut Ja, geworden, ja. sondern die war einfach nur traurig und das hat mich noch mehr getroffen. Ja, fand ich gut. Also ich finde die beiden auch, man kann über Sherkan jetzt so sagen, was man möchte. Er ist ein Schlingel, es ist so, aber nichtsdestotrotz, die beiden, die haben eine gute Harmonie, die viben. Und ich finde, die machen, reden auch erwachsen so, ne? Ja. Auf eine Art. Was ich auch wieder geil fand von Samira, wo sie meinte, was soll ich denn jetzt machen? Er meint, dass Judith jetzt hier noch ein Spiel mitspielt. Weil, so für sie ist das gar keine Option. Option, Und ich spiele nicht mit. Er ist der Meinung, sie spielt mit, aber sie tut es nicht. Ist so, Samira, Alter, wie geil kann man sein? und Samira einfach ja durchgängig, seit Judith dann da war, die ganze Folge, jeden Augenblick genutzt, wo sie ganz genau wusste, Judith sieht Sieht's. uns jetzt einen fetten Schmatzer auf Geil. Sherkans kleines Gesicht gedrückt, aber volle Latte rein. Mua. Perfekt. So, wir müssen hier mal ein bisschen anziehen, Leute. Es Ja. kommt ein neuer Boy namens Florian. Ja, es ist halt für mich ein Ja. klassischer Bachelor-Typ. Also Ist es? ja, Ist komplett es? Es alles. ist ein Mann. Ich sehe den. Ich brauche gar nicht wissen, wo er herkommt. Ich sehe ihn Nein, beim Oktoberfest. Ich sehe ihn alles, einfach dort. alles. So. Ich sehe Und die ich sehe ihn auch kleinen Versicherungen Muckschuhe. verkaufen. Ich sehe Ja. die Löcher in der Hose. Ich sehe, dass die Hose nur bis zur Wade geht und da Fransen runterhängen bis zum Knöchel. Ich sehe das alles. Nichts, was ich Alles. auch gesehen habe. Vorher. Romina denkt sich, ich muss jetzt noch mal ein bisschen mit David reden. Beziehungsweise andersrum. Und ich muss mich ein bisschen öffnen. Wir müssen mal jetzt hier ein Gespräch führen. Nicht nur Frage, Antwort, Frage, Antwort. Du, der Zitronenbaum da hinten. Also die brauchen Jahre, bis die geerntet werden. Und was man ihm ja lassen muss, er lässt sich ja drauf ein. Ne? So. Ja, die müssen auch gelb werden. Die müssen unbedingt gelb sein, bis man die ernten kann. Ich so, warte mal ganz kurz. Stimmt das? Ich kurz Nein. gegoogelt. Ich gegoogelt, wann kann man Zitronen ernten? Im Mittel dauert es von der Blüte bis zur reifen Zitrone etwa 6 bis 9 Monate, nicht Jahre. Und reife Zitronen müssen nicht zwangsläufig gelb sein. Das ist kein Hinweis auf den Reifegrad. Ich so, oh Mensch, Romina, was ist denn da passiert? Aber David hat sich darauf eingelassen, super. Und dann kam Judith nämlich noch rein, fand ich richtig sinnlos, und meinte, die saßen auf dem Präsentierteller auch, ne? Die haben sich nicht im Gebüsch versteckt. Kommt Ja. angelaufen, ah, oh, redet ihr gerade? Und Romina? Klasse, erwachsene Frau. Ja, aber du, wir sind jetzt auch, wenn du möchtest, rede du mit ihm. Nee, ach, nee, sorry, ich wollte euch wirklich jetzt nicht stören. Tut mir echt leid, habe ich gar nicht gewusst. Ich dachte mir so, Jude, du, dann komm halt nicht, du hast doch gesehen. So, Ja. sorry. Zurück zu Florian. Fabienne krallt in sich, denn sie muss natürlich auch gucken, wo sie bleibt am Bleibt. Ende des Abends, denn sie ist erst seit einem Tag da und die ganzen anderen Boys sind ja alle schon gefühlt verkappelt. Also Angriff auf Florian und sagt auf einmal sowas wie, dass er komplett ihr Typ ist. Und ich denke so, wie wir gerade schon gesagt hatten, ist ein kompletter Bachelor-Boy für mich. Und bei Sebastian Panik meinte sie, gar nicht ihr Typ. Nichts für mich, weiß ich Ja, gut, können nicht. wir alles abkürzen. Eigentlich hat Flo, nenne ich ihn jetzt mal kurz, wir kennen uns schon. Nein, aber Flo hat auf jeden Fall eigentlich nur Bock, Carrie kennenzulernen. Da wird Carina zur Seite gezogen, bei Gustav gehen wieder alle Jalousien runter, denkt sich, es kann doch nicht wahr sein, Kann dass doch auch nicht jeder sein. Typ immer auf meine kleine Carrie steht. Ich finde es Ja, auch hier krass. werden Komplimente gemacht, du hast geile, schöne, ach was, habe ich schöne Zähne? Wusste ich gar nicht. Ja, Carrie, come on, Wusste ich hier. nicht, Und dann war nö. das Unangenehmste, dass Carrie meinte, also sie hat keinen bestimmten Typen, am wichtigsten ist ihr Humor. Florians Reaktion war für mich auch, denn also am liebsten würde ich ja jeden Tag mit einem Lächeln starten. Stopp. Carries Antwort, das wäre lustig. Was Ich war sitze das? da und denke Habe ich so. eine kurz mal Bravo Love Story gesehen? Was war das denn für eine Scheiße? Also mal Das ist wirklich jetzt. euer Beweis, dass ihr einen geilen Humor habt. Bin Das ich ist ja komplett eh immer so raus? dumm. Mir ist Humor wichtig. Das ist auch schon wieder was. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der gesagt hat, Humor ist mir scheißegal. So, du musst halt gucken, dass du auf derselben Humorebene bist. Ja. Natürlich. Aber auch wenn jemand sagt, oh, ich bin eigentlich total lustig, weißt du schon.
Abbruch, Du Stopp. nicht. Er hat dann aber auch noch, Romina gibt ihm auch noch den Boom-Effekt. Weiß nicht, was ja. da los ist. Es macht, er sagt, das muss Boom machen. Ich brauche den Boom-Effekt. Es heißt ein Wow-Effekt und es muss Klick machen. Kenne ich so. Ne? Bei ihm ist alles Boom, Boom, Boom. Die Boom-Folge, die Folge mit dem Boom-Effekt. So, Florian ist aber auch, glaube ich, ein kleiner Draufgänger. Ne? Ich bin gespannt, was da noch passiert. Wir kommen jetzt mal zur Übergabe. Übergabe ist geil. Ja. Hier, bitteschön. Wir treffen uns hier zu Staffelstab Rosenübergabe. Ungefähr so war ja auch die erste Rosenübergabe. Lorik. Also, warum sage ich denn immer Lorik? Lorik hat ja wieder einen aus dem Ärmel gezaubert und es ist so, es hinterlässt den Zuschauer ein Stück weit sprachlos. Auf der anderen Seite kriege ich in die Schmunzelraketen reingefeuert, weil ich einfach nur lachen muss. Und diese Denise, die damit nicht umgehen kann und einfach nur stocksteif davor steht und sich denkt, bist du für ein Spaß eigentlich? Was ja, hat er denn gesagt, Lena? So. Ja, hier war ein kleiner roter Lippenstiftfleck. Und Lorik war der Meinung, ja, also man sieht ja schon, ne, also hier, versaut. Sagen, was mein Hemd versaut. Und mit der Rosenübergabe würde ich schon mal sagen, dass ich deine Entschuldigung diesbezüglich annehme und gebe dir jetzt die Chance, es wieder gut zu machen, indem du dann mein Hemd dann waschen kannst. Also wirklich. Ja, ich mittlerweile freue ich mich schon immer auf die Rosenvergabe, wenn Lorik dran ist, weil er sich hier diesmal wieder romantisches einfallen lassen wird. Ich fand's richtig witzig, leider Gottes. Kommen wir von richtig witzig zu richtig schön. So, ja, Maurice. Mm. Maurice findet ganz süße, liebe, respektvolle, tolle Worte für Jacqueline. Ich kann ja, sie nicht ganz genau wiedergeben, aber sie gibt ihm ein gutes Gefühl und so, hat er, glaube ich, gesagt. Ja, aber was ich ja so schön fand, war eben nicht nur alles so auf sich bezogen, sondern der hat einfach generell schöne Worte über Jacqueline verloren. Also, dass er sagt so, ey, du hast einfach so eine positive Ausstrahlung. Das Stimmt. färbt hier Kandidaten färbt das ab. Du versuchst hier für alle da zu sein, um was von dieser positiven Art abzugeben. Ey, hallo, was für ein geiles Kompliment. Sag mal, wie aufmerksam bist du? Das ist ja super. Das haben wir ja in so einem Format überhaupt gar nicht erwartet und kennen wir so nicht. Süß fand ich das. David hat ja auch noch erstmal eine schwere Zeit, denn er muss sich zwischen Romina und Judith entscheiden. Er entscheidet sich am Ende für Judith. Romina steht oben links so, what the fuck? Ich dachte, ich kann mich in dich verlieben, aber okay, offensichtlich nicht. Unangenehm, aber er muss es ja machen. Er war auch ehrlich zu ihr. Er hat ja schon gesagt, ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, Judith passt besser zu mir. Ja, und dann sieht man schon Samiras Blick und ich dachte so, fuck, was ist jetzt passiert? Warum guckt sie jetzt so? Diese beiden Rabauken, Sherkan und Lorik, schlagen tatsächlich hinter Davids Rücken ein, dass er Judith genommen hat und Judith somit bleiben kann. Ja. Also, wie respektlos willst du es noch machen? Ey, wünscht euch euer Date und ja, aber das, alle Frauen gucken euch an. What the fuck ist denn los bei euch? Ja, fand ich nicht cool und war auch einfach nur provokant gemeint von denen, weil kann man nicht sagen, fuck, die haben das jetzt gesehen, Mist. Dumm, fand ich scheiße. So fanden auch die Frauen kacke natürlich. Jetzt kommt der Plot-Twist. Warte, ich mache nochmal Plot-Twist. Florian darf sich vor Gustav entscheiden, wen nimmt er? Romina mit dem Boom-Effekt oder Carina, die er ja schon in der letzten Bachelor-Staffel gestalkt hat, kann man ja schon fast so sagen. Und er entscheidet sich für Carina. Auf der einen Seite denke ich mir, okay, ballsy move von dir, mach doch, wenn du möchtest. Gustav hinten, fuck, nein. Auch so, ich muss jetzt aber sagen, was mache ich denn jetzt? Ja, also ich verstehe natürlich, dass das scheiße ist, was man jetzt kacke findet, aber es heißt ja nicht, dass Gustav jetzt raus ist. Ne, dann nimm halt, wähl halt Romina oder Fabienne. Du kannst ja einfach sagen, ich wollte dir natürlich Carina geben, ist ja ganz klar, hat er ja dann am Ende auch so gemacht. Ja, fand ich jetzt nicht ganz so schlimm. Ja, aber Carrie mal wieder, anstatt dass man ja dachte, jetzt irgendwie, vielleicht ist sie sich jetzt mittlerweile sicher oder gibt sich und Gustav mal eine Chance, sagt sie, das ist so, sie sagt zwar, ey, eigentlich habe ich die Rose von jemand anderem erwartet und man denkt sich so, ja, cool, dass du es ansprichst. Und dann sagt sie, möchte dir natürlich aber trotzdem auch die Chance geben. Denn so gefühlt bin ich mir ja gerade schon wieder zu sicher und das ist ja keiner gewohnt hier von mir. Deswegen komm hier. Ja, aber ich dachte mir dann so, wie genau meinte sie es jetzt? Will sie ihm die Chance geben bei sich?
So habe ich es auch verstanden. Oder meinte sie am Ende, sie möchte ihm die Chance geben, weil ich weiß nicht, wenn sie die jetzt nicht angenommen hätte. Aber jetzt eine Verständnisfrage mal kurz. Wenn sie die nicht angenommen hätte, hätte er dann gehen müssen? Ich glaube, nee, dann hätte der, nee, er wäre ja so oder so safe gewesen. Sicher. Ja, wahrscheinlich hätte er dann gesagt, gut, wenn du sie nicht willst, hätte er eine andere halt gefragt. Ja, wahrscheinlich. Aber ja, bin ich bei dir. Und dann am Ende, Gustl. Fabienne, ciao, ciao. Ja, wir müssen jetzt hier wirklich, Leute, das zieht sich ja schon wieder ewig. Aber dieses Format, wow, kurz hängen geblieben. Dieses Format ist einfach Gold wert, ohne Scheiß. Ich finde es auch immer noch dumm, dass es aus dem Free TV abgesetzt wurde. RTL kommt, das müsst ihr selber wissen. Für die, die es immer noch nie schauen können, Leute, RTL Plus Probemonat, 30 Hallo. Tage kostenlos. Klotzt es euch doch jetzt mal bitte wirklich an. Es ist besser gibt's nicht. Also einen besseren Moment gibt es nicht, als sich jetzt wirklich mal ein Abo zu machen. Finde ich wirklich. Ja. Gut. So, und wenn ihr schon mal dabei seid, könnt ihr nämlich auch Temptation Island gucken. Da kommt unser Video dann am Donnerstag. Wird auch wieder absolut crazy wild. Und am Freitag sehen wir uns natürlich auch nochmal zu Breaking Trash. Ansonsten findet ihr auf unserem Profil bei Instagram einen kleinen Linktree, wo ihr uns überall abonnieren könnt. Lasst ein Like da, lasst ein Follow da. Und wir gehören zu Tag 24. Wünschen euch eine schöne Woche. Wie ihr bleibt.